Hallo, willkommen bei Lock und Weg. Heute sind wir bei der Moselperle hier in Trier und probieren ein bisschen Stand-Up-Paddling aus und dabei nehmen wir euch heute mit. Also Stand-Up-Paddling ist einfach die Art und Weise, sich mit so einem Brett hier beispielsweise fortzubewegen, auf dem Wasser im Stehen, wie der Name schon sagt. Ne? Ist im Moment auf jeden Fall voll im Trend, machen es auch viele Leute. Und wir von Trick 17 haben halt drei Verleihstationen, eine jetzt hier in Trier am Neuen Strand, eine in Saarbrücken und eine in Losheim am See. Alles klar, dann würde ich sagen, können wir direkt anfangen, oder? Ja, genau. Also Kurse bieten wir an und deswegen sind wir auch heute hier. Ne? Deswegen können wir jetzt starten mit erstmal Theorie. Alles klar. Wie jedes Board verfügt das Sub über eine sogenannte Nose vorne und ein Tail hinten. Ne? Das hier ist jetzt ein sogenanntes Allround-Board, das hier in der Mitte halt relativ breit ist, deswegen extrem kippstabil und zum Anfang halt besonders gut. Ne? Den Punkt hier in der Mitte, den nennt man den sogenannten Sweet Spot beim Sub. Sweet Spot deshalb, weil man da einfach am stabilsten kniet oder steht nachher. Ne? Wenn wir jetzt gleich ins Wasser gehen, dann kann man das Brett reinsetzen, wenn es so knietief ist ungefähr. Du legst das Paddel so quer vor dich und steigst dann zuerst auf mit dem rechten Knie hier hin, mit dem linken Knie hier. Ne? Und dann sitzt du eigentlich erstmal relativ stabil und kannst so ein bisschen für dich auch paddeln. Hier zeigt er mir noch ein paar grundlegende Techniken des Stand-Up-Paddlings, wie das stabile Stehen auf dem Brett, ein paar Paddeltechniken, um mich besser fortbewegen zu können, bremsen zu können oder drehen zu können. Und ob ich das alles hinbekomme auf dem Wasser und ob es dann auch genauso einfach ist, wie es bei ihm aussah, werden wir gleich sehen. Nicht besonders sportlich, aber das Hochziehen. Aber anders kommt man nicht wieder. Ich glaube, das bekomme ich schon. Glaube ich auch. Okay, dann können wir jetzt eigentlich aufs Wasser. So, jetzt habe ich mein Paddel und mein Brett bekommen. Jetzt geht es gleich direkt ins Wasser rein und ich hoffe, ich bekomme es ansatzweise hin. So, die Fußbinde nicht vergessen, damit das Board ja nicht, falls man ins Wasser fällt, wegtreibt. Aber es wird mir ja bestimmt nicht passieren. Das sieht doch relativ gut aus. Oder auch nicht. Egal, direkt wieder aufs Board und weiter geht's. Ja, bis jetzt alles ganz gut. Einmal ins Wasser gefallen, wie man gesehen hat. Bisschen Schwierigkeiten mit dem Wackeln gehabt, aber bis jetzt alles ganz okay. Es kommt jetzt 10, 20 Minuten drinne und es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich gehe dann mal weiter paddeln. Bis gleich. So, nach einer Stunde im Paddeln war es das auch für mich, heißt wieder ab aufs Land. Hat auf jeden Fall echt eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet euch ein gutes Bild vom Stand-Up-Paddling hier machen bei der Moselperle unterm Nordbad. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für die Gelegenheit. Ja, gerne. Und für mich heißt es erstmal unter die Dusche gehen. Für ihn nicht, er ist nicht ins Wasser geflogen.